Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Hauptwache mit dem Kellerkind. So, und wir beginnen damit, diese Folge mit ein bisschen Asphalt zu verkaufen. Davon haben wir im Steinbruch noch jede Menge. Einmal bitte I. Dann holen wir uns mal den Kurs vom Komposter Richtung Steinbruch. Da ist er. Wieder 94.000 dazugekommen. Das Bier hat ja auch ein bisschen was gegeben. Ja, was wollen wir mit dem Geld machen? Mehr Felder kaufen, größere Maschinen, größere Traktoren. Vielleicht eine größere Sämaschine wäre vielleicht mal jetzt mal wieder angeraten. So, du machst aber stoppen da. Du bist aufgetankt, dann können wir dich auch mal kurz umsetzen. Also der Grubber läuft, die Sämaschine läuft. Der Traktor ist zum Steinbruch unterwegs. Der LKW ist am Hof. Ja, hier im ersten wollte ich mal ein bisschen was reinfüllen. Ja, nicht so schnell, aber geht noch. So, die Sämaschine läuft super. Und mit dem wollte ich eigentlich erstmal den Kurs rausnehmen. Einmal zur Brauerei. Da haben wir ja so einige Paletten, die eigentlich da nicht hingehören. Die wir unterwegs mal aufgesammelt haben. Die können wir ja auch mal verkaufen. Tank leer. Wer ist denn, was ist das denn? Ach. Dein Tank ist schon leer. Warst du nicht voll? Gut. Ich habe jetzt einen Schrecken gekriegt, dass einer mit Benzin liegen geblieben ist. Hier habe ich Raps drauf gepflanzt, fallen lassen. Ich habe angenommen, du kommst wenigstens einmal rum. So, Deckel mal ab. So, rückwärts ran. So wie wir es eigentlich immer machen. Nicht so weit. Brauchen wir nicht so weit vorfahren. So. Ja. Tick zurück. Können wir ihn gleich wieder auf Kurs setzen. Gut, war natürlich in der Nähe hier. War jetzt schlimm, aber 50 Meter hätte er weiterfahren können. Nächsten passen Wischen ist okay. Das sollte jetzt auch weitergehen. Okay. So, dann können wir hier weitermachen. So halb auf der Straße. Aber solange wir hier noch keinen Verkehr haben, können wir das ja machen. So, ich möchte jetzt einmal hier so hin. Ich werde aber noch nicht aufladen. Ach, was ist das denn schon wieder? Den Mod wollte ich doch rausnehmen mit schneller laufen. Da bin ich nicht drin. So aussteigen, 0 drücken.
damit ich mich vernünftig bewegen kann. So. Holen uns mal die Paletten. Die nicht hier hingehören. Die Paletten können wir hier haben. Die Flaschen können auch darüber gestellt werden. Dass die Brauerei noch produzieren kann. Tut sie auch noch. Da werden wieder die Kisten, Paletten so komisch gestapelt. Ja, ist alles gut drin, dort halt. So, die beiden Paletten, die können wir auch mal rausholen. Können wir vielleicht hier mit zustellen, wenn das irgendwie geht. Haben ja kein Platz mehr da. So viel haben wir da reingehauen. Ist hier denn noch eine? Da ist noch eine. War denn noch eine? Einmal hopp. Wupp. Außen stand, habt ihr gesehen? Ne. War leider nichts mehr. Dann würde ich sagen, die laden wir auf. V. Da haben wir drin. Gut. Und V wieder aus. Sonst sammeln wir hier wieder andere Sachen ein. Nehmen wir die jetzt mit zurück zum Gewächshaus. Da haben wir bestimmt noch einige mehr. Oder werden wir dann einige mehr haben? Ja, würde ich sagen. Wir schicken den jetzt Richtung Händler. Überführung, Schafhof, Händler. Einstellen, fertig. Und sag mir, wann du da bist. Und da fährt er. Winke, winke. So, hier. Das läuft gut. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Jetzt haben wir dann Abschluss. Gewende. Schlussgewende. Zack. Quält sie den Weg hoch. Da schalten wir gleich vorbei. Ja, der Waldra hat momentan nichts zu tun. Hier können wir nochmal auffüllen. Und bald ist auch schon wieder Fütterungszeit. Ran. Paletten, so. Brocken haben wir jetzt noch nicht. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns noch mal eine Ladung von den beiden Sorten mit. Weizen können wir ja noch mal mitnehmen. Und Dinkel und lassen das abfüllen oder erstmal zum Mehl verarbeiten. Na, wo ist der Punkt? Ja, hier. Wenn ich F1 anmache, gut, dann machen wir hier mal Weizen rein. Haben wir hier jede Menge. Oder machen wir in beiden Weizen? Bei fast 300.000 Liter. Was wollen wir damit?
Ne? Noch 30%. So, jetzt ist voll. Machen wir Plane zu. Dass da nichts passiert. Starten. Nochmal die Ladung. Ach, jetzt geht das Blech, sollte nicht aufgehen. Ende der Route reicht am Steinbruch. Was, wenn der auffüllt? Wir können ja mal gucken. Wir können ja ein bisschen träumen. Hier fällt 96, 95 kaufen. Die beide angesät. ...95 ist fertig, das wäre die Gelegenheit. Was ist denn da drauf? Ist das 95? Da ist 96. Wir gucken mal, was 96 kostet. 96 kostet 730. Was sind hier drauf? Mohrrüben. Karotten. Ja, sind da Mohrrüben. Das Feld 335. Was ist hier? Oh, 95 ist aber günstig. Ist das darunter so viel größer? Ja, 105, ne? Aber ich glaube, 95 ist gekauft. Wenn ich das hier noch hätte, hätte ich das auch noch gekauft. Weil dann haben wir hier eine schöne Ecke, wo wir zu Hause sind. Hier rum. Und vielleicht nochmal zum Schluss hier die drei Felder. Ja, schauen wir mal. Ist noch nicht alle Tage Abend. Der Multi hat sein... Er kann entlassen werden. Kann gelöscht werden. So. Du kannst das mal hier parken. Sägewerke arbeiten. Jetzt kann ich hier mal bei den Tomaten unten gucken. Aber da hatten wir Wasser eingefüllt, ne? Aber dann könnte ich, glaube ich, mal Paletten wegnehmen. Ah, und da ist der LKW. Seht ihr? Der ist schon hier beim Händler. Man ist hier kein... Hier ist kein Kompost. Doch, Kompost ist drin. Weil hier immer noch Wasser war, hat mich das gewundert. Paletten sind ja auch noch da, oder? Ups. Ja, nicht mehr viele, aber in jedem steht noch was drin. So, einmal hier runter. Wie sieht es hier unten aus? Bei den Tomaten sind die Spawnplätze wieder voll. Da nehme ich nochmal welche mit. Nee, zurück. Und das Saatgut ist mal wieder leer. Gut, jetzt müssen wir hier wieder schauen. Ist nämlich auf Quaderballen eingestellt. Jawohl. So, dann lass die mal zurückkommen. Dann nehmen wir die nächste gleich auf. So.
Wunderbar. Da sind auch noch 2, 4, 5. 6, 7 haben wir hier drauf. Haben wir hier oben noch stehen. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Was wieder eine Ladung voll. So. Können wir hier mal von der Waage runterstellen. Und vielleicht können wir dann mal hier ein bisschen verladen. Jetzt nicht so dringend, aber können wir hier mal abstellen. Wenn wir gleich mal wieder in den Radlader reinspringen. Jetzt sind wir erstmal... kann ich beiden Planen zumachen. Schauen wir mal. Da müssen wir doch einen Hin- und Zurückkurs machen, der ja auch nicht funktioniert, weil er den Abladetrigger nicht erkennt. Irgendwo war doch hier. Warum lässt du deine... Ja, gut, mach da wieder. Hier müssen wir ein Auge behalten, weil er darf nicht drüber hinausfahren. Haben wir hier einen Streifen drin? Warum? Warum? Wieder einen Versatz eingestellt. Ja, ich verstehe es nicht. Wie kommt da der Versatz rein? Also ich fahre nichts mit Versatz. Aber trotzdem kommt immer wieder da ein Versatz rein. Gut, jetzt haben wir es früh genug festgestellt. Oh, klappt auch so. Gut. Bin ich jetzt einen Tick vorgezogen? Hielt da nicht mehr viel. Komm. Oh. Gib Gas. Einmal hier rum. Werden wir hier wahrscheinlich noch einen zweiten Streifen produzieren. Aber ist halt dann so. Hier auf den Kurs. Nee. Nee. Auf welchen Kurs gehst du? Abfahren lassen. Da habe ich auch noch nicht durchgeblickt. Warum Cursplay auf einmal sagt, er möchte jetzt die Runde fahren. Weil ich möchte hier auf diesen Kurs. So, jetzt macht es.
Ach, kann ich die Linie gleich ausmachen? So, du stehst beim Händler, wie gewollt. Wenn wir den hier mal wieder hochstellen an der Seite. So. Können wir auch vernünftig aussteigen. Plane abmachen. Passt. So, dann können wir die mal abladen. Vielleicht müssen wir gleich nur wegholen. Weil ich nehme an, die nächsten Paletten, die da... Ich hole mir erstmal da die zwei Paletten von den Gurken weg. Weil der Spawn ist, glaube ich, voll. Zeigt er mir nämlich an. Dann kann der nämlich wenigstens jetzt weiterarbeiten. Stellen wir mal dazu. So, zwei Paletten Marmelade. Stellen wir vielleicht auch zu dem Saft, den wir produziert haben hier unten. Und da stehen ja noch Marmeladenpaletten. So, noch eine. Dann haben wir 6 Stück schon. Ich weiß gar nicht, was es für Marmelade am Preis gibt. So, einmal drehen. Auch da unten hin. Ja, und das ist es schon fast wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr schaltet nächste Mal auch wieder rein, hier auf der Hopfer mit dem Kellerkind. Ciao, ciao zusammen.